Geht auf alle. Aber kostet 38. Ist, glaube ich, jetzt bisher die teuerste Attacke, die geht, ne? Wo geht? Rami Level 32, HP um 6 erhöht, Agilität um 6. Ja, kann man machen. Knapp 54.000 Punkte bis zum nächsten Level. Und 300 Gold gab's. Ja. Moment. Rubius, ich... Ja, doch. Ja. So. Seek the one across. Okay, das sieht hier alles merkwürdig aus. Seek the one to the left. That's all it says. Ja, dann müssen wir mal da hochgehen. Gucken wir mal. Ich nehme an, dass... Aha, Perspektivwechsel. Ich lasse es mal auf Rubius, weil wir, glaube ich, ja nochmal gleich den ansprechen. Und wir kämpfen vorher. Weil mich freut das ja, aber langsam nervt es ja auch ein bisschen, ne? Ach, so, gucken wir mal. 5 und 4. Das ist ja wohl klar, ne? Aber Rami braucht keinen physischen Angriff und Bau ist eigentlich stark genug und er hat viel zu wenig Lebenspunkte, als dass ich das rechtfertigen ließe hier. Warte, ich gehe erstmal oben rein. So, das ist ja genau der, also können wir auch draußen bleiben. Trauma Level 32, AP um 9 erhöht, geil, AP um 6, Attacke um... Attacke um 14 erhöht, Agilität um 8 und Magic Resistance um 3. Knapp 54.000 Punkte bis zum nächsten Level. Gut, dass wir Torma nicht so viele Power Sources gegeben haben. Das war, glaube ich, keine so schlechte Entscheidung. So, noch mehr Gegnots. Ich bleibe trotzdem auf Rubius, weil wir gleich wieder hier kryptische Zeichen entziffern müssen. So, noch mehr Leute, die hier aufs Moor haben wollen. Hier jetzt gerade nicht. Dann gucken wir mal hier. Leute, es tut mir leid, ne? Ich kann es nicht ändern, aber es wäre auch Verschwendung, wenn wir die nicht verwenden. 4. Ja, okay, das ist klar, dass die an Elden geht, weil Torma hat ja gerade durchs Level-Up ganz viel dazu bekommen. Deswegen, das passt schon. Seek the one to the left, that's all it says. Ach was. Muss man die in der richtigen Reihenfolge auch noch anlabern? Ich hoffe ja mal nicht. Das fände ich irgendwie blöd. Muss ich ehrlicherweise gestehen. So, dann schieß mal los. The one to the left. Der dort. Dann machen wir das einfach mal. Vorher müssen wir noch schnell kämpfen, weil ich nicht gestört werden will. Und es gab eine Aquafruit. Seek the one below and to the right. Okay, raffe ich jetzt nicht so ganz. So muss man die doch in einer bestimmten Reihenfolge ansprechen. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Geht's hier noch weiter? Ja. Verstehe ich jetzt irgendwie alles nicht, aber ist okay. Speichere nochmal. Wo kommen wir denn hier jetzt hin? Aha. Okay, wir gehen aber wieder raus. Und wenn wir jetzt hier nach rechts weitergehen... So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Seek the one above. Above. Okay, wir müssen die, glaube ich, in der Reihenfolge ansprechen, wie es uns dann gesagt wird. Okay. So. Das ist ja dann schon der hier gleich, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Huje, da kam erstmal ein fetter Nieser raus. From below and to the right. Okay, das heißt, wir müssen an der nächsten Tür vorbeigehen. Also an der gehen wir jetzt einfach mal eiskalt vorbei. Und jetzt müssen wir in die rein. Das sollte ja jetzt stimmen. Genau. So.
Seek the one across. Hier erzählt er immer was anderes. Das heißt, wir müssen wieder in die Richtung. So. Bis zur letzten Tür, das war ja der dann an der Seite. So, dann gehen wir hier rein. Das ist der. Advance forward, oh brave ones! Ach, cool. Durchs Schwarze einfach. Holy moly. Speicher mal schnell auf die 2 und würde vorher nochmal ganz kurz... ihr wisst ja, wie es ist. Eine Power Source verteilen. Kurz nochmal hier. Ja, steht außer Frage. So, sprechen wir nochmal. Und jetzt, ach, schön. Guten Tag. Guten Tag auch. So, und nochmal guten Tag. Okay, dann schauen wir mal, wo es hier hingeht. Ich speichere nochmal. Ah, hallo. Gegner? Kommt raus, versteckt euch nicht. So, wir machen erstmal hier das Übliche. Rainbow Veil. Yeah. Da gucken wir mal, ob das jemand nehmen kann. Sah mir jetzt aus wie ein Helm, tatsächlich. Elden kann es nicht nehmen. Nö. Rainbow Veil. Definitiv. Würde ich allerdings nochmal gucken, ob das noch jemand anderes nehmen kann. Nein. Nein. Das ist was für Rami. Und dann soll die das doch nehmen. Ich meine, 5 Int-Punkte, also ganz ehrlich. Für 15 Defense und 13 Magic Resistance. Los geht's, sag ich mal. Schön. Das ist doch schön. Sowas freut mich. So, hier haben wir noch einen. Tschüss. Und noch einen. Tschüss. So, noch irgendwas hier. Kann man hier was lesen? Ja, kann man. Ja, ich weiß, das Bau zu blöd ist, das zu lesen. Aber nicht nur Bau, sondern wir alle. Symbol des Friedens, das ist alles, was da steht. Quelle des Lebens, alles, was da steht. Prosperity. Prosperity. Zeichen von irgendwie. Ich weiß gerade nicht, was Prosperity heißt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil was sollen wir denn jetzt hier machen? Also ich nehme an, dass wir hier mit den Flammen interagieren müssen. Das heißt, ich könnte ja einfach mal... Wo ist denn die White Flame? Da unten, was macht denn die da? White Flame und die Gold Flame ist gar nicht Gold. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe schon wieder vergessen, was hier steht. Symbol of Peace. Ja, weiß ich nicht. Also wir können jetzt einfach mal probieren, mit den Flammen zu arbeiten. Ich nehme jetzt einfach mal die blaue Flamme. Ja, ist die blaue Flamme. The blue flame burns brightly. Leave it. So, Source of Life, würde ich jetzt mal sagen, könnte auch blau sein. Wasser, könnte aber auch Gold sein, irgendwie Licht. Weiß man nicht. Da müssen wir offensichtlich probieren. Ich pack mal die Gold Flame einfach dahin. So. Sign of Prosperity. Weiß jetzt nicht, ob man sich da irgendwie, ob man jetzt einfach hier ein bisschen rumraten muss. White Flame. So, wie Sie sehen, passiert nichts. Das heißt, das ist nicht korrekt. Ich würde jetzt mal die blaue und die gelbe einfach mal nehmen. Take it. Oh nee, ey, jetzt kommt immer noch dieser Sound, statt dass man es einfach nimmt. So, dann gehe ich mal auf Elden, weil Rami erzählt, Rubius erzählt ja dann immer hier. Die erzählen alle. Schade eigentlich. Ja, doch. So. Dann machen wir hier jetzt mal die, wie rum hatte ich es jetzt? Ich mache jetzt hier die Gold Flame hin. Und hier die Blue Flame. Ja, ja, ich wollte eigentlich... Special Blue Flame.
Auch das ist offensichtlich nicht korrekt. Schade eigentlich. Okay, Momentchen. Brauche ich mal einen Zettel. So. Es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Also, wir hatten gerade eben Gold, Blau, Weiß. Blau, Gold, Weiß. Gold, Weiß, Blau. Blau, Weiß, Gold. Und dann geht noch Weiß, Gold, Blau und Weiß, Blau, Gold. So, also Gold, Blau, Weiß geht nicht. Dann versuchen wir es doch einfach mal mit Gold, Weiß, Blau. Ich weiß nicht, ob man irgendwie vorher schon das herausgefunden hat, wie man die anordnen muss oder ob das jetzt tatsächlich einfach nur probieren ist. Ich meine, wie gesagt, so viele Möglichkeiten gibt es ja gar nicht. Ja. Take it, please. Wir nehmen die Flammen einfach, wechseln ein bisschen durch die Gegend. So, also. Gold, Weiß, Blau. Wieso die White Flame dann hier unten landet, verstehe ich übrigens nicht. So, und dann versuchen wir hier... Scheiße, ich wollte... Entschuldigung. Ich wollte eigentlich Special. So. 519.000 Gold, das ist so bescheuert. Oder muss man dann hier noch extra irgendwas machen? Ich denke mal, das triggert sich von alleine, wenn das hier richtig gesetzt ist. Das ist offensichtlich auch nicht richtig. Also, Gold, Weiß, Blau ist nicht richtig. Okay, dann versuchen wir es mal mit Weiß ganz links. Würmer, Weiß, Gold, Blau. So, ja. Burns brightly, take it. Ja, vielen Dank, dass wir den Item-Sound wieder und wieder hören. So, und jetzt noch einmal bitte Gold Flame, take it. Take it or leave it. I'll take it. To go, please. Also, White Flame. Wo haben wir sie? Hier. So, und hier Gold. Mist, ich wollte aufs Battle gehen. Special, Battle. So. Und es passiert nichts. Gut. Das ist also offensichtlich auch nicht korrekt. Dann versuchen wir es mal mit Weiß, Blau, Gold. Take it. Ja, ja. So. Mhm. Burns brightly. Take it. Dankeschön. Und jetzt bitte hier einmal die Gold Flame. Am Ende passt keine der sechs Kombinationen, weil man noch irgendwas anderes machen muss. Das wäre bescheuert. Oh, das war die richtige Kombination. Sehr gut, weg mit dem Zettel. Was passiert hier? Holy shit! Was ist das? Those who dare wake me shall pay with their lives. Also diejenigen, die mich aufwecken, werden dafür mit ihrem Leben bezahlen. Ich habe leider ein bisschen die Befürchtung, dass wir gerade das Biest geweckt haben, oder? Also das Biest, wovor wir gewarnt wurden und... Ist jetzt euer Ernst? Das ist doch dieser Arsch, der in der Ahnenhöhle Meditation... Der kann das bestimmt auch. Ich kack mir bald ein, ey. So, wir hauen dem aber ordentlich auf die Fresse. Das versteht sich ja wohl von selber. Obliterate. Good chance of instant death ist, glaube ich, im Bossfight nicht sinnvoll. Das kostet alles so viel. Vor allem Divine Ray ist auch krass. All powerful flash of holy light und geht auf alle. Aber kostet 38. Ist, glaube ich, jetzt bisher die teuerste Attacke, die geht, ne? Wo geht? Ja, was können wir denn mal machen? Explode? Geht halt auf alle. Es lohnt sich gar nicht. Blast? Geht auch auf alle. Ich würde mal was Teures nehmen, was aber nur auf einen geht. Und von... Ah, Wiederbelebung. Geil, Rami kann wiederbeleben. Leider nicht sich selbst. Blizzard geht auf alle. Flood. Oh, geht nur auf einen. Cause forth the Water Dragon. Und dann ist das am Ende übelst schlecht. One target. Frost. All enemies. Komm, wir machen einmal Whirlpool. Was soll's? Komm, was soll's? Dark Guardian. So, Eldin. Ich würde sagen,
Einmal Rapid Fire und danach machen wir es mal mit Fury weiter. Genauso wie Torma hier. Rapid Fire, los geht's. Ja, und Bau kann ja nichts. Der kann nur angreifen. Na, 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 na. 99. Aber ich hätte Scan machen können mit Torma. Wow, 63, hat sich mega gelohnt. Na, aber was soll's. 110. Weißt, wir haben dem schon jetzt 200, na, um die 340 haben wir ihm abgezogen. Slash, was zieht Torma das ab? 29, das ist in Ordnung. Dann komm, machen wir hier gleich mal. Komm, wir machen noch einmal Rapid Fire. Was soll's. Torma ebenfalls. Beziehungsweise mit dem könnten wir mal Scan machen, ne? Ach, weißt du was, was soll's. Komm. Ja, Rami-Leinchen. Was könntest du mal machen? Du könntest theoretisch Torma heilen jetzt schnell. Ach ja, warum auch nicht? Ich meine, ehe du hier wieder nur für 60 irgendwie viel zu viele AP ausgibst. Was soll's? Was soll's? Komm. So. Bin ich mal gespannt. 121. Finde ich sehr gut. War schon eine ziemliche Spanne, ne? 99, 121 ist schon ganz schön, finde ich. Diese Musik ist einfach episch. Ich will mal kurz sagen. Und Bau zieht immerhin auch 93 ab. Slash auf Rami. Mist. 44. Das heißt, sie muss sich selber heilen. So, Elden, jetzt machen wir aber mal hier. Hauen wir mal ein bisschen auf die Kacke. Machen wir mal hier so. Weil ihr seid ja jetzt schon um ein ganzes Stück schneller. Und Torma genauso. Rami heilt sich selber. So, und Bau greift an. Bin ich mal gespannt. Müsst ihr jetzt so um die 200 abziehen? 235. So läuft es doch. Und bei Torma kommt diese Animation jetzt zweimal. Ist ja auch schön. 226. Schön. Ich könnte mir vorstellen, dass er gleich Meditate macht. Das kann er bestimmt. Ich bin fest davon überzeugt. Dann heilt er sich erstmal 360 fucking Lebenspunkte. Nein, er macht lieber Slash. Auf Bau. Was ihm 49 abzieht, das ist ziemlich viel. Ey, fast 50. Shit. Hier machen wir natürlich weiter mit Fury. Was sonst? Genauso Torma. Los geht's. Rami heilt den guten Bau. Denn sterben muss er ja nun nicht. Das wäre überflüssig. So, 212. Na, das läuft doch ganz gut hier. Er hat bis jetzt noch nicht sowas wie Dark Breath oder so eine Scheiße gemacht. Wenn er weiterhin Slash macht nur, dann ist das völlig in Ordnung. Dafür ist Rami ja da, weißt du? So, gucken wir mal, was er jetzt macht. Vorher ziehen wir ihm noch... Oh, das war's schon. Und wieso ist das da grün am Rand? Das müsste doch eigentlich schwarz sein. Und wieso kam nicht dieser Grauschleier-Effekt bei ihm? Ich verstehe es nicht. So. Niemand lernt was, niemand bekommt ein Level up und das trotz 27.000 Erfahrungspunkten. Ich fühle mich verarscht. 4.500 Gold. Tschüss und bye bye. But nothing happened.